Jetzt am Wort ist Reinhold Einwallner, er ist von der SPÖ. Werden die Bezüge der Grundwerte angehoben und wir halten es für einen richtigen Schritt, einen wichtigen Schritt, weil es einerseits nicht nur wichtig ist, dass man die Infrastruktur und die Ausstattung und auch die Ausbildung der Grundwerte auf ein höheres Niveau stellt, sondern natürlich auch wichtig ist, dass man die Bezüge dementsprechend angleicht. Ziel war es, das Niveau der Mindestsicherung zu erreichen. Das ist es jetzt nicht ganz geworden. Oder? Wir sind zwar nah dran und ich habe es im Ausschuss schon gesagt, da hat es noch so einen Schönheitsfehler. Man muss ziemlich viel rechnen und muss schauen, wie man alle Zahlen zusammenbekommt, dass man dann tatsächlich auf die Mindestsicherungshöhe oder annähernd an die Mindestsicherungshöhe kommt. Uns ist es nicht gelungen im Ausschuss, das im Kurzen zu machen. Und das halte ich für problematisch, weil ich es wichtig finden würde, dass der Grundwertdiener es klar und deutlich sieht und auch die Wertschätzung klar auf seinen Gehaltszettel hat und weiß, wie viel er verdient. Und das ist jetzt eben nicht der Fall, weil man alle möglichen Punkte hineinrechnen muss, dass man das Niveau erreicht. Da gibt es noch Luft nach oben, Frau Ministerin, aber ich hoffe, dass Sie das auch so wahrgenommen haben wie ich, dass wir das in der Politik eigentlich so richten sollten, dass das dementsprechend dann auch nachvollziehbar ist für die Leute, die es betrifft. Ein zweiter ganz kleiner Punkt noch, das ist mit der Frage die Änderung beim Pensionsrecht, dass man jetzt dann wirklich im Monat, in dem man das 65. Lebensjahr erreicht, in Pension gehen kann und nicht erst im Jahresende des Jahres, wo man das 65. Lebensjahr erreicht. Mich hätte halt interessiert, wie das tatsächliche Pensionsalter in Ihrem Haus ausschaut. Die Zahlen haben wir leider noch nicht, weil vielleicht ist das ja viel, viel niedriger und wir haben da gar keinen Bedarf, dass wir das in dieser Form ändern müssen, aber vielleicht haben Sie es dabei, Sie signalisieren es. Und dann habe ich noch einen letzten Punkt, weil es auch um Wertschätzung geht. Und zwar, da geht es mir nicht mehr um die Grundwerte. Wir haben Regionen in Österreich, wo das Gehaltsniveau im Verhältnis zu dem Gehaltsschema des Bundes ein viel höheres ist. Und es ist schwierig, gut ausgebildetes Personal, gerade auch jetzt, wo wir es so dringend brauchen, Geburten in schwache Jahrgänge kommen, wir wissen das alles, auch dementsprechend im Dienst zu halten. Da gehen uns viele gut ausgebildete Menschen verloren. Ich glaube, das muss man jetzt wirklich einmal andenken und in Angriff nehmen, dass wir hier ein Gehaltsniveau erreichen, dass wir diese gut ausgebildeten Leute auch beim Bundes erhalten können. Herzlichen Dank und alles Gute. Reinhold Einwallner von der SPÖ spricht an, dass in manchen Regionen Österreich das Gehaltsniveau höher sei als jenes des Bundes. Und er appelliert daran, Leute auch im Verteidigungsministerium beim Bund zu halten.